Wir haben eine aus meiner Sicht sehr spannende Lösung, die aber auch, glaube ich, sehr zukunftsfähig ist. Wir haben es geschafft, dass beide Fangruppierungen zusammen sich die Fantribüne teilen. Jeder hat seinen eigenen Bereich, den er auch mit seinen eigenen Sympathisanten und Mitstreitern befüllen kann. Es ist so, dass beide Gruppierungen sich während der Heimspiele auch abstimmen, was den Support der Mannschaft angeht. Also es gibt ja beispielsweise bei beiden Gruppierungen Trommler, die quasi den Takt vorgeben für verschiedene Rhythmen. Die werden über einen gemeinsamen Capo gesteuert und auch dirigiert so ein bisschen. Und was auch zu beobachten ist, dass diese beiden Gruppierungen auch über regelmäßige Treffen, die wir mit initiieren, sich auch hinsichtlich Aktivitäten, Choreografien und so weiter austauschen. Also da merkt man schon, da tut sich was von allen Seiten her. Das Miteinander ist bisher sehr positiv. Natürlich viel Kommunikation notwendig, aber wir freuen uns darauf, dass wir, wie gesagt, beide Gruppierungen jetzt auf einer Tribüne haben und in Summe sind es etwa knapp 100 Personen, die gemeinsam das Thema Stimmung in der Halle pushen, und wir denken auch, dass das noch Wachstumspotenzial hat für die Zukunft.